Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play South Park, der Stab der Weisheit oder The Stick of Truth. Ja, in der letzten Folge haben wir Tweak zu uns geholt. Und jetzt gucke ich mal. Genau, Token ist der nächste. So, ich habe jetzt mal ein bisschen am Sound rumgespielt. Ja, halt die Klappe. Und ich habe Ingame-Sounds leiser gemacht. Und ja, ich schaue mir gleich die Folge natürlich an, sobald ich sie aufgenommen habe. Und wenn es sein muss, tue ich dann noch weiter runter. Aber ich hoffe, so wie es jetzt ist, ist es schon mal besser. This is a gated community, sir. We do not allow in the riffraff. Move along, sir. Nein, ich will da durch. I warn. If you try again, I will pepper spray you back to the Stone Age. Das ist mal wieder logisch pur. Wenn du Pfefferspray in die Augen kriegst, musst du davon kotzen. You got it. Ich habe drei neue Freunde. Ja klar, Cartman war natürlich in der Nähe, um zu filmen, wie ich Pfefferspray in die Augen bekomme. Logik. Ich soll jetzt eine Gasmaske finden. Oh, lass uns einkaufen gehen. Ist closed. Mir doch egal. Mann. Ich muss nicht mal in Ruhe einkaufen. Dass wir auch immer reinsprechen müssen. Guck mal. Das Kätzchen winkt sogar noch. Okay. City Sushi. Tower of Peace, der Turm des Friedens. Abgeschlossen. So, wieder ein bisschen Geld klauen. Der Staat braucht das ja nicht. Mongolian Specials. Wieso ist da alles mongolisch? Goddamn Mongolians. All right, welcome to Shitty Wong. Take all the prayers. Only thing we're serving today is Mongolian beef. Mongolian beef, so good. Oh, I just love it. Oh, hello, Mongolian. Shh. Mongolians are watching. They conquered me last week at Natural. Oh, yeah, Mongolian beef. So tasty, right? Wow. Ja. It's not tasty at all. It's gross. Don't eat it. You eat a Mongolian beef, you shit your pants for 5 days. Gut zu All wissen. right, Mongolian. Please. You gotta help me out. The Mongolians all live like rats in the Tower of Peace next door. I'll keep the adults occupied here. You go top a tower and beat up all their kids. Beat up all the Mongolian kids. The Mongolian think this neighborhood not a safe place. They move away. Go, go. Beat up the little Mongolian kids. Oh, hello, Mongolian. Mongolian beef smell like a Rhino Richie's asshole. Okay. Nö, da gibt's nichts, was ich kaufen will. I could swear I heard a voice coming up from the sewers. It said something like, Hody How. Okay. Hey, no fighting in here! Ah! Ich greif ihn trotzdem an. Dude, did you shit your pants? Ah! Cool. Kann ich ihn anfurzen? It smells like a Mongolian woman. Okay, der war gut. Smells like a Mongolian woman. Oh, der war echt gut, meine Güte, genau mein Humor. Riech wie eine mongolische Frau. Oh my god! Oh, der ist so gut. Smells like a Mongolian woman. The stick is ours! Ah! Ach, scheiß drauf. Mann! Da trifft die scheiß Uhr. Oh, it's Parkuhr. On. Ja, komm. Immer auf Buttes, Mann. Ich stell gleich die Schwierigkeit hier oben auf Mittel.
Mann! Ihr Döner! So, stirb dran. Habt ihr davon? Meine Güte, die nerven aber auch. Waren da nicht zwei? Excuse me. Ach, da. Hä? Da, Mann. Komm her. Wow. Ja, der war beeindruckend, ne? Optionen, Schwierigkeit. Mach ich mal auf normal. So. Auf Deutsch oder Englisch bitte? So, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich mal klug. Ich nehme jetzt mal einen Tempotrank. Ja, halt die Klappe. Und mit dem Tempotrank kann ich zweimal angreifen. Mache ich erstmal den hier Platz. Wie der rumschreit. Jetzt brenne ich den an. Das macht das hier. Oh, das gefällt mir. Alter. So. Brauchst dich nicht schuldig fühlen für die. Haben die verdient. So, das muss ich abschießen. Ja, ey, ich will da hoch. Die Musik ist einfach nur geil. So meditativ. Das mache ich natürlich auch immer, bevor ich spiele, erstmal so singen. Komm. Du machst jetzt noch einmal so einen schönen Fury. Ja, aber das ist gleich tot, habe ich kein Problem mit. Wir haben jetzt so viel Rüstung dafür. Da nehme ich mal die hier. Klappe. Und was das macht diese kaputt. So. Ich mag's auch. Ah, Mongolenbogen. Ab Level 3. Na super. Aber ist ja nicht mehr so viel, was wir brauchen dafür. Ja, 2-3 Kämpfe oder mehr. Ne, mehr wahrscheinlich. Wir haben nur so wenig EXP. Ey, ich will die Truhe. Die ist abgeschlossen. Ach, da habe ich direkt alle besiegt. Passt doch. Ah, die Schatztruhe. Also Schatztruhenschlüssel. Bitte nochmal, ich kann nicht verstehen. Das kann ich auch. Meine Damenbinde sind so stark, die können so einen Gong auslösen. Mensch, Pokémon. Cool.
Geh weg. Ich furze dich an. Hihihi. Angefurzt. Was mache ich? Feuer. So, wir werden schon mal. Blitz ab. Boah, geil. Mann, das muss ich echt noch üben mit dem Blocken. Klappe. Looten. Komm ich so nicht dahin? Was war das? Hab ich gar nicht gesehen. Ah. Dragon Tail. Man hört den Hintergrund noch explodieren. Finde ich auch cool. So, Tür auf. So einfach geht das. Ups, da. Ja, genau. Das sind einfach 5 Mongolen auf dem Turm und mit Pferden voll gerüstet und die greifen mich an. Vielleicht ist da nicht die erste. Ach, sie sind immun dagegen. Scheiße. Kann ich das noch machen? Ja, mach ich das mal. Ha! Jetzt brennen die. Ich glaube, ich mach das. Lol. Warte, ich nehme mal wieder einen Tempotrank. Ich möchte jetzt die Waffen. Bringt mir, glaube ich, weitaus mehr, als wenn ich da jetzt stundenlang drauf klopfe. Das kann dann einfach draufklopfen. Ach du Scheiße. Ah. Ja, das zieht schon eine Menge, würde ich sagen. Genau. Hol ich mir P wieder. Oder PP. Greife ich damit an. Vielleicht kann ich ja Feuer verstärken. Klappt nicht, schade. So. Oh boy, oh boy. Ja, genau, die springen einfach runter. Ah, Level 3. Bevor ich es vergesse. So, das nehme ich mal weg. Tue ich hier drauf. Sonst noch was, was Level 3 ist? Nö. Ja, aber cool. Haben wir jetzt ein bisschen Bogen. So. Probiere ich gleich mal aus.
Ich denke, er hat 8 Rüstung, das zieht trotzdem so viel ab. Das ist mega geil, der Bogen. Ach, Mist. Ich mag den Bogen. Ach, der Bogen hat Feuerattribut. Das ist ja cool. Moment mal. Da hatte ich doch auch. Ja, 2 MP kriegen wir, wenn wir Feuerschaden machen. Das heißt, theoretisch, wenn ich mit den Pfeilen angreife, sollte ich 6 MP bekommen. Das ist ziemlich cool. Taktisch auch. So. Dann sage ich dir mal kurz Bescheid. There you go, kid. All this shitty chicken you can carry. You do good work. I'll help you fuck up Mongolians anytime you want. Not bosses, though. They too tough. You call me with this. I give you 1 per day. Okay. Ah. Wie können wir jetzt beschwören? Mann. Das hasse ich. Wenn man Shift gedrückt hält, wenn man aus dem Haus rausgeht, rennt man nicht weiter. Man muss es jedes Mal neu drücken. Oh, Blümchen. Mach ich aber nicht. Spar ich mir auf. Oh, da zieht er richtig viel ab. Ich bin begeistert. So. Ah, wollte ich doch gar nicht. Upsala. Ich wollte den hier looten. Wir haben ein Upgrade. Ah, cool. Wenn wir das benutzen, kriegt der getroffen wird, Verteidigungsminus, also Debuff, und der hinter ihm steht auch. Beziehungsweise die hinter ihm stehen. Jimbo's Guns. Jimbo and Ned. Well, what brings you here today? Business or pleasure? Or vengeance? Vengeance! You've come to the right place. Howdy there. Haven't seen you before. You must be the new kid that moved to town. And you're into hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place. South Park is chock full of things to shoot that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast. Ain't much I can sell to a miner. Thanks to the stupid Democrats, but if you could prove yourself a real hunter, I might be able to get you some better stuff. You should buy a copy of The Hunter's Guide to South Park Wildlife, this book thing you hear. Okay. Bye. Dann hole ich mir das Buch mal. So. Was haben wir denn hier? Okay, die sind richtig teuer. Ah, eine Gasmaske, die ist bestimmt beim Pfefferspray. Waffen. Oh. Alter. Schaut euch das mal an. Boah. Aber Level 14, meine Güte, das dauert noch ewig. Ich verkaufe mal meinen Schrott. Jedes Mal neu auswählen. Geht es nicht einfacher? Nee, leider nicht. Schade. Ja, gleich. Erstmal verkaufe ich alles. So, jetzt haben wir über $100. Perfekt. You kill anything in that guide, you come back and see old Jimbo and Ned.
The best part of hunting is bragging about it to other hunters. Okay. Was machen die denn da? The stick is ours! Nein! Ah ne, da schaue ich später vorbei. Die fiete Penismaus. Die fiete Farmcow. Die fiete Rabbit Junkweight. This elf is gonna fuck you up! Ja, lass mich. Ich geh jetzt Token holen. Warte, da muss ich bestimmt ausrüsten, ne? Ja. Das sieht sehr elegant aus. Kann man nicht übertreffen. Sir. What the fuck? Oh no! Okay. Well, what are we waiting for? Okay, dieser Polizist hat definitiv Potenzial bis zum Geht nicht mehr. So. Cool. Bam. Ja, danke. Jetzt darf ich vorbeigehen. Geil. Gib mir seinen Schlagstock. Das, was im Moment ist, das ist besser. So. Vogelnest. Hihihi. Oh nein, war das dein Ball? Tut mir leid. Nee, brauche ich nicht unbedingt. Kann ich zwar mitnehmen, aber ausrüsten werde ich es nicht. Ach ja, apropos ausrüsten. Wo ist es? Da. Moment, was sehe ich denn da? Hihihi, Cloud. Ja? Can I help you? What's this? Oh, the elves tipped the stick again? Hang on a second. Thank you for thy message, traveler. I shall make haste to Koopa Keep. Mom, can you drive me to Eric's house? Genau, in 2 Sekunden kann ich mich auch so schnell umziehen. So, was nehme ich denn? Ich nehme das mal. Ich mache blutenden Zielen mehr Schaden und kriege weniger Schaden von blutenden Zielen. Und ihr wisst ja, Bluten ist mittlerweile auch mein Lieblingsteil geworden. Das macht nämlich auch viel Schaden. So, jetzt haben wir Token dabei. Und in der nächsten Folge schaue ich mir dann mal an, was da hinten in der Bar drin war, alles. Und dann gucke ich mal, dass ich den dritten finde. Das wäre. Keine Ahnung. Ah doch, hier, das ist dann. Ich habe keine Ahnung. Steht das hier? Leider nicht. Ja, da fehlt auf jeden Fall noch einer. Der ist ja in der Schule. Der muss nachsitzen. Naja. Das alles und noch viel mehr sehen wir in den nächsten Folgen. Bis dann.